Wir hatten in der letzten BAFF-Show ja schon ein Tabletop-Spiel vorgestellt, und zwar zum Hobbit. Und einige von euch haben gefragt, wie spielt sich das überhaupt? Um das mal zu demonstrieren, haben wir uns hier eingefunden in Herrn Hakes heimeligem Hobbykeller oder seinen heiligen Hallen. Ich nenne ihn Reliquienraum. Und zeigen euch mal, wie ein Tabletop wirklich im Einsatz mit zwei Spielern in diesem Fall aussieht. Und ja, das sieht irgendwie wenig nach Mittelerde und nach Hobbit aus. Das liegt daran, dass meine Hobbits noch nicht fertig bemalt sind. Die zeigen wir euch ein andermal. Erstmal starten wir hier mit einem Klassiker des Tabletops, mit Battletech. Aber wir haben auch noch ein paar andere Beispiele aufgebaut. Wollen wir mal durchgehen? Ja, insgesamt haben wir hier vier verschiedene, wenn wir das Herr der Ringe auch noch mitzählen, dann fünf verschiedene. Dann haben wir erstmal Battletech, hattest du ja schon erwähnt, ein Klassiker aus den 80er Jahren. Das spielt man hauptsächlich auf so Hexfeldern, wie man hier sieht, was das genau ist und wie das funktioniert, dazu kommen wir später. Kann man allerdings auch mit Zentimetermaß oder Inchmaß auf einer freien grünen Fläche sozusagen spielen. Dann haben wir ein weiteres sehr beliebtes und bekanntes Warhammer 40k aus dem Hause Games Workshop. Das ist ja eher so futuristisch mit so ja, Dark Age Allüren. Dann haben wir noch das klassische Warhammer Fantasy, das sind so Mittelalterschlachten auch mit Fantasy-Aspekten. Und natürlich gibt es auch realere Szenarien, zum Beispiel World in Flames, das ist so Zweiter Weltkrieg, Panzer- und Infanteriekämpfe. Und natürlich Herr der Ringe. Neben den Settings haben unterschiedliche Tabletop-Spiele aber auch, was die Regeln angeht, unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt welche, die mehr auf Einheiten setzen, wo dann viele Figuren sich zusammenbewegen, und welche, die eher auf einzelne Figuren setzen, wie auch das Battletech, das wir euch gleich zeigen werden. Und ich glaube, generell kann man sagen, die mit den vielen Einheiten, da sind die Regeln etwas kompakter gefasst, während bei denen mit wenigen Einheiten, den Scharmützelspielen, man für jede Figur sehr viel mehr Regeln hat. Ja, das liegt einfach daran, dass man bei großen Armeen natürlich viel mehr zu ziehen hat. Eine einzelne Runde dauert einfach viel, viel länger dadurch. Was einem besser gefällt, das ist so eine Sache, sag ich mal, so historische Schlachten lassen sich selbstverständlich dann mit einem simpleren Regelwerk besser darstellen. Battletech hier hingegen, das ist ja eher so auf taktischer, kleiner Ebene, wo man zwischen 2, 4, vielleicht 8 oder 12 Einheiten auf jeder Seite hat. Das ist natürlich kein, ist ein bisschen zu vergleichen, allein mit Warhammer Fantasy, wo ja dann wirklich gigantisch große Armeen, da besteht ja ein Platoon oder eine Einheit schon aus 30, 40 Soldaten. Du hast schon was Wichtiges erwähnt, nämlich Runden. Eigentlich alle Tabletops haben diese Eigenschaft, dass sie in Runden stattfinden. Warum? Es ist ziemlich schwer, das in Echtzeit umzusetzen, seine Figürchen zu bewegen, auszuwürfeln, ob sie treffen. Und ich glaube, es würde auch sehr kindisch werden. Ja, also es liegt in der Natur der Dinge, dass man halt rundenweise spielt. Da gibt es zwei Konzepte. Die meisten funktionieren so, dass eine Seite in einer Runde bewegt und die andere schießt. Und dann in der nächsten Runde wird gewechselt. Zum Beispiel Warhammer 40k verfährt so. Allerdings bei Battletech ist das anders, das heißt pro Runde wir ziehen beide Seiten und schießen auch beide Seiten, und da technisch gesehen beides gleichzeitig passiert, wird niemand benachteiligt. Also es wird in dem Fall nicht getrennt zwischen Olli macht was und ich mach was, aber es gibt sozusagen diese heilige Aufteilung, es gibt die Möglichkeit die Figur zu bewegen und es gibt die Möglichkeit mit der Figur anzugreifen, meistens zu schießen. Genau, das ist so der Klassiker. Ist im Grunde bei allen Tabletop-Spielen gleich. Ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal vor, wie regeltechnisch so ein Mech aussieht, denn wir müssen ja auch wissen, was kann ein Mech und wie viel hält er aus. Und dazu haben wir sehr schicke von dir vorbereitete kleine Bögen. Das hier ist der Bogen, der uns beschreibt, was alles an einem Mech dran ist, der 70 Tonnen wiegt und damit zu den schweren gehört. Es gibt natürlich unterschiedliche Eingrenzungen, was ein Mech alles sein darf und kann. Und diese vielen Punkte und Angaben hier sagen uns auch, wie viele Waffen kann er mitnehmen, wie viele Waffen hat er tatsächlich in diesem Fall dabei. Wie weit können diese Waffen schießen und wie weit kann der Mech selber laufen? Also, wir haben es ja schon gerade gesagt, es ist halt ein kleines Einheitenspiel sozusagen, und deswegen hat er auch so viele Möglichkeiten bzw. so viele Komponenten. Wenn wir jetzt mal zum Vergleich ein Warhammer Fantasy nehmen, da ist ein Trefferpunkt ein Soldat und der ist dann halt weg. Ne? Hier stellen die Trefferpunkte eher die Panzerungspunkte dar, durch die muss man sich dann mit seinem Waffenfeuer durchnagen. Wenn man das geschafft hat, dann geht es halt in die interne Struktur, das ist sozusagen die Skeletur eines Mechs. Da sind dann all diese Komponenten dran aufgehangen, vom Fusionsreaktor über die Waffensysteme, Hitzetauscher, dazu kommen wir gleich noch. Und die kann man dann halt zerstören, und am Ende des Tages muss man entweder den Mech komplett vernichten oder seinen Reaktor in die Luft jagen oder den Piloten töten. Kurz gesagt, hier sind sehr viele Details. Wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich ganze Einheiten bewege, gibt es im Grunde nur Details zu der Einheit, und eine einzelne Figur hat nur, ich kann schießen, ich kann mich bewegen und ich bin tot. Genau.
Wir haben direkt schon mal alles aufgebaut, was wir brauchen. Olli, erklär mir das. Wir haben hier vier Mechs, also 2 gegen 2. Auf meiner Seite der Warhammer, den wir gerade schon gezeigt hatten, mit 70 Tonnen. Ein Phoenix Hawk oder Feuerfalke im Deutschen mit 45 Tonnen, ein mittelschwerer Mech, sehr schnell, sprungfähig, sehr interessant. Dann einen Orion auf deiner Seite, 75 Tonnen, auch sehr langsam, so ähnlich wie der Warhammer. Und ein Trebuchet, auch ein mittelschwerer Mech, nicht ganz so schnell wie der Phoenix Hawk, allerdings schwerer bewaffnet. So, und wenn wir jetzt anfangen, dann ist das Erste, was wir machen, die Initiative bestimmen. Korrekt. Wir haben immer denselben Ablauf. Erst wird die Initiative gewürfelt. Das bedingt halt, wer als Erster ziehen muss. Wir erinnern uns, alles passiert gleichzeitig. Allerdings, derjenige, der zuerst ziehen muss, hat einen taktischen Nachteil, weil er ja noch nicht weiß, was der Gegner danach macht. Danach kommt die Waffenfeuerphase. Nach der Bewegungsphase kommt dann die Waffenfeuerphase. Und dann zum Schluss kommt es dann noch zum Nahkampf, sofern man halt nah genug an den Gegner herankommt. So. Also, 2W6, also 2 6-seitige Würfel. Und dann gucken wir mal, wer das höhere Ergebnis hat. Ich habe die 10, du hast die 7. Das heißt, ich muss anfangen. Ja, weil du die Initiative verloren hast, bist du sozusagen im Zugzwang. Ich muss mich als Erster bewegen und er kann sich überlegen, wo er sich danach hinstellen will. Aber wir machen es immer abwechselnd, ich ein Mech, du ein Mech. Genau, es ist immer abwechselnd, bis dann halt sozusagen der Sieger der Initiative darf dann den letzten Mech ziehen. Genau. Würfe sind übrigens praktisch in allen Tabletops die Methode, um den Zufall darzustellen, auch ob ich dann nachher treffe und dergleichen, immer halt dadurch modifiziert, dass ich ein bestimmtes Ergebnis mit den Würfeln treffen muss. Und das ist dann unterschiedlich wahrscheinlich. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Freebooters Fate, das ist so ein kleines System, das arbeitet nur mit Karten, die man ziehen muss. Echt? Aber hab ich noch gar nicht glaub, gespielt. Weit über 90% arbeiten mit Würfeln, ist die einfachste Methode, den Zufall umzusetzen. So, ich fange jetzt mal an. Und zwar haben alle meine Mechs Angaben, wie weit sie sich bewegen dürfen in einer Runde, in Punkten. Und jeder Punkt bedeutet entweder, ich bewege mich über eine Linie vorwärts oder ich drehe mich einmal auf meiner sechseckigen Fläche ein Stückchen um meine Achse. So, und ich kann entweder gehen oder laufen. Das entscheidet auch, wie gut ich dann nachher treffe. Denn wenn ich renne, kann ich nicht mehr so toll zielen. Und wie viele Bewegungspunkte dir zur Verfügung stehen? Wenn du nur gehst, also langsam gehst sozusagen, stehen dir weniger Bewegungspunkte zur Verfügung, als wenn du rennst sozusagen. Ich habe jetzt hier erstmal einen Trebuchet. Den würde ich gern bewegen. Und zwar möchte ich gehen. Er hat 5 Punkte. Das heißt, ich könnte hier jetzt gehen. 1, 2, 3. Und jetzt gehe ich hier in Gelände rein und das ist ein lichtes Wäldchen per Definition. Das sieht man hier in dem Fall, das ist ja alles etwas vereinfacht an der Farbe. Dafür brauche ich 2 Punkte, um reingehen zu können. 4, 5. Wälder haben den Vorteil, dass sie dem Verteidiger oder dem Angeschossenen sozusagen Deckung geben und den Trefferwurf somit, also des Angreifers, verschlechtern. Und man muss bei Battletech ziemlich viel drüber nachdenken, wie man sich bewegt, wie weit man sich bewegt. Und ich glaube, ich war gar nicht so blöd. Ich bin nur gegangen und ich ende in einem Gelände, das für mich, bei mir für Tarnung sorgt. So sieht es nämlich aus. Also jetzt sehen wir mal effektiv, wie viele Felder du dich zurückbewegt hast. Dort bist du gestartet. Das sind jetzt 1, 2, 3 Felder. Jetzt ziehe ich mal meine schlaue Tabelle zur Rate. Die gibt es immer zum Spiel dazu. Auf der Rückseite, 3 bis 4 Felder weit bewegt, ist eine +1. Das heißt, ich schieße einen schlechter auf Mairi, weil sie sich weit bewegt hat. Da sie zusätzlich noch in einem lichten Wald steht, bekommt sie noch eine weitere +1 auf ihre Verteidigung. Das heißt, damit ich mir das nicht alles merken muss, gibt es sogenannte Anlegewürfel. Und da lege ich jetzt auch mal die 2 dazu. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich auf die Mairi schieße, hat sie eine +2 auf den Trefferwurf. Das heißt, ich treffe sie einfach schlechter. Es gibt viele so Situationen bei Tabletop-Spielen, wo man viel im Kopf behalten muss. Wie weit hat sich eine Figur bewegt? Ist sie schon verletzt? Und solche Sachen. Und es gibt häufig die Möglichkeit, entweder zum Beispiel mit Anlegewürfeln oder mit anderen Markern das zu markieren. Ich kenne zum Beispiel Leute, die, wenn sie Warhammer 40k spielen, dann kleine Schrottteilchen auf den Bases irgendwie draufpacken oder ähnliches. Aber es hilft immer, irgendwas Visuelles zu haben, um sich zu merken, jetzt ist der bis dahin gelaufen und hat diesen Malus oder Bonus. So, du bist dran. Ja, also ich habe jetzt hier die Option, mit 2 Maschinen was zu machen. Da ich dieser Maschine im Nahkampf überlegen bin und noch viel, viel schwerer bin, mache ich jetzt ungefähr einen ähnlichen Zug. Ich will also nur gehen. Das bedeutet 4 Bewegungspunkte, 1 für die Drehung, 2 für das Betreten des leeren Feldes und 3, 4 für den lichten Wald. Da ich mich jetzt aber nur effektiv 2 Felder weit bewegt habe, ändert sich sozusagen der Modifikator. Schaue ich mal nach. 0 bis 2 Felder bewegt ist eine +0 leider nur. Aber der lichte Wald gibt mir immerhin einen Punkt Deckung. Das heißt, ich lege mir eine 1 an. So, jetzt muss ich wieder einen Mech bewegen und da ich hier meinen Orion eigentlich gerne so positioniert hätte, dass er auf beide deine Maschinen gleich gut schießen kann, bewege ich ihn nur 1 nach rechts, 2 nach vorne, 3 drehen wieder nach links. Denn es ist auch wichtig zu schauen, in welche Richtung die Figur rein theoretisch schießen kann. Und jetzt müssten beide für mich im Schussfeld liegen.
Tun sie aktuell, aber du weißt ja noch nicht, was man in Feuerfalke tun wird. Naja, du hast deinen Zug gemacht auf jeden Fall. Das ist ein Feld bewegt. Das gibt den +0-Modifikator. Mhm. Du stehst auf dem leeren Feld. Das heißt, symbolisch für die 0 gibt es die 6. Leider gibt es die 0 nicht auf den Würfeln. Deswegen muss man sich ein bisschen immer aushelfen. Jetzt bewege ich meinen Feuerfalken gleich hinterher. Der ist nämlich sehr schnell. 6, 9, 6 hat er an Bewegungspunkten. Das heißt, 9, wenn ich renne. Das tue ich jetzt auch gleich mal. 1, 2, 3. 4 für die Drehung, 5, 6, 7, 8, um den Hügel hinaufzukommen, also um ein Level, um eine Höhenstufe und 9 für eine Drehung. Warum ich das tue, das wirst du gleich noch bitter erfahren. Wenn du mir im wahrsten Sinne des Wortes in den Hintern trittst. So sieht's aus. 6 Felder habe ich mich effektiv weit bewegt. Ich schaue meine Liste nach. 6 Felder gibt mir eine +2. Das Gelände zählt nicht, weil das ist freie Pläne, auch wenn es höher gelegen ist. Das heißt, ich lege mir die 2 dran. Und damit ist die Bewegungsphase abgeschlossen. Wir kommen zur Ballerei. Ich wollte noch kurz was zur Bewegung sagen. Viele Spiele haben, du hast es zwischendurch schon erwähnt, die bewegen sich nicht auf Hexfeldern, sondern da muss man abmessen, wie weit die Figur laufen kann. Das ist aber auch sehr, sehr taktisch. Zum Beispiel Warhammer 40k hat den blöden Kniff, dass man zwar messen kann, wie weit man sich bewegt, aber man muss dabei nur schätzen, ob man dann noch in Ballerreichweite ist am Ende. Genau. Hier ist es erheblich einfacher, da kann man einfach die Hexfelder abzählen. Von daher ist es für Einsteiger nicht der schlechteste Tabletop. Allerdings. So, und jetzt werde ich, glaube ich, ordentlich aufgeräumt von Olli. So sieht es mal aus. Das Waffenfeuer ist halt theoretisch auch gleichzeitig von beiden Seiten. Von daher ist es vollkommen egal, wer als erster schießt. Meistens macht man es abwechselnd, damit jeder mal anfangen darf. Aber weil ich jetzt mal demonstrieren möchte, beginne ich gleich mal. Und zwar mit dem interessanteren Mech, dem Feuerfalken. Das ist die Bewaffnung meines Feuerfalkens, die ist relativ stark. Ein Large Laser, also ein schwerer Laser und 2 mittelschwere Laser. Jede Waffe generiert Hitze und das ist etwas ganz Besonderes im Battletech. Das tut nämlich bei den meisten Tabletops nicht zur Sache. Hier allerdings schon, weil wenn man nämlich viel Hitze generiert, dann bekommt man Nachteile. Das kann man hier unten auf dieser Skala ablesen. Dem stehen Hitzetauscher entgegen, von denen ich allerdings nur sage und schreibe 14 habe. Zusammen mache ich allerdings allein 14 Hitze mit meiner Bewaffnung. Wenn ich jetzt noch gelaufen bin, 2 Punkte drauf. Das heißt, ich komme auf 16, 16 minus 14, bleiben 2 Wärmepunkte über. Die muss ich mir nachher auf der Skala anstreichen. Aktuell ist das allerdings noch unkritisch, deswegen schieße ich jetzt erstmal los. Kurz berechnet, die Reichweite ist sehr, sehr kurz, ein Feld nur. Das heißt, der Grundwurf ist eine 4. Ich bin gelaufen, gibt mir eine +2 darauf. Das ist festgelegt in dem Regelwerk, macht also die 6. Bei dir liegt eine 0 an. Das heißt, 6 und höher ist der Wurf, den ich erwischen muss mit meinem Würfeln, um dich treffen zu können. Fangen wir an. Large Laser auf die 6. Ha, mit einer 5? Nein. Erste Medium Laser, 7? Ja. Zweite Medium Laser, eine 7? Ja. Das heißt, 2 mittelschwere Laser haben dich von hinten getroffen. Und das von hinten ist wichtig, denn mein Mech ist hinten naturgemäß nicht so gut gepanzert wie von vorne. Genau. Das heißt, schauen wir gleich mal auf die Tabelle. Da ist sie. 5 Punkte macht der erste mittelschwere Laser und zwar auf 12. Das ist unglücklicherweise der Kopf, denn der ist schwach gepanzert. 5 Punkte am Kopf, das ist sehr gefährlich, denn über die Hälfte der Panzerung ist schon weg, denn im Kopf, da befindet sich das Cockpit und darin sitzt der Pilot. Die zweiten 5 Punkte gehen wohin? Oh Gott, jetzt bin ich aber gemein. Auf Center Torso kritisch hinten. Also trag dir mal 5 Punkte hier hinten ein. Ich habe dabei eine Wartungsluke getroffen, die ein unachtsamer Tech offen gelassen hat. Und ich darf gleich mal kritisch würfeln. Das gibt's nicht. Eine 12, das sind 3 kritische Treffer im Center Torso hinten. Jetzt würfel ich aus, welches Bauteil ich zerstört habe. Mhm. Das ist unten die 1, und zwar da, das Gyroskop, das heißt den Gleichgewichtssinn des Mechs habe ich sozusagen angeschlagen. Oben die 2, das ist dann ein Fusionsreaktor. Das klingt nicht gut. Nein, überhaupt nicht gut. Und unten die 6 haben wir nicht, roll again. Unten die 1 haben wir schon, oh, jetzt mache ich es aber spannend. Und oben die 1, 2 Fusionsreaktortreffer. Damit würde ich sagen, ist der Samech nahezu kampfunfähig. Ich habe 2 Fusionsreaktoren verloren, 2 von 3. Das klingt für mich schlecht. Mhm. Was genau hat das für Auswirkungen? Also ab dem 3. Fusionsreaktortreffer explodierst du, das heißt, die Figur ist vernichtet. Und jetzt generierst du schon pro Runde allein 10 Hitzepunkte durch deine Existenz. Das heißt, jede Waffe, die du zusätzlich abfeuerst, erzeugt mehr Hitze. Und da dein Mech insgesamt nur 10 Heatsinks oder Hitzetauscher hat, wirst du die nie wieder abbauen. Das heißt, dieser Mech ist praktisch aus dem Spiel. Und relativ schnell sprenge ich mich dann selbst in die Luft, wenn ich mich jetzt noch bewege und versuche, Dinge zu machen. Sehr bald. Entweder schaltest du dich halt ab, so eine Notschaltung, oder deine Munition in den Kammern explodiert. Und so würde jetzt jede weitere Attacke und Kampfaktion ausgewürfelt und bearbeitet werden. Und dass das so schnell geht, ist eher untypisch für Battletech, denn du hast vorhin gesagt, 12 Runden oder so ist schon üblich. Ja, also jetzt, wenn wir normal spielen würden, 10 bis 12 Runden, das ist so der Schnitt, dann hat man eigentlich eine Entscheidung herbeigeführt. Das ist erheblich mehr als bei Warhammer oder Warhammer 40k, da sind es ja dann eher 6 Runden.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einen Schnelldurchgang durch Battletech hingelegt. Ich würde jetzt schon die weiße Fahne schwingen, glaube ich. Und ich hoffe, ja, wir haben es geschafft, wie das Hobby funktioniert, ein bisschen näher zu bringen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es uns einfach in den Kommentaren und wir sehen, was wir machen können. Eines wird es aber in Zukunft auf jeden Fall nochmal geben, und zwar die Hobbitbox, aber erst, wenn alle Zwerge und Goblins fertig bemalt und einsatzbereit sind.